Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Class 323 von der kürzlich veröffentlichten Strecke Manchester-Hatfield, der Glossop Line. Wir sind hier unterwegs in diesem Elektrotriebzug der Northern und stehen hier gerade in Manchester Piccadilly und öffnen erstmal die Türen und lassen mal die Fahrgäste einsteigen. Fahrtrichtungswender dafür einmal. Nee, erstmal müssen wir den Hauptschlüssel anstecken und jetzt den Fahrtrichtungswender auf Vorwärtsstellung. Türen rechts auf. Jawohl, Türen öffnen sich. Sehr schön, dann schalten wir uns noch die Sicherungssysteme an. So. Dann Licht haben wir soweit. Hinten ist auch rot. Dann sollen wir noch ein Minütchen warten. Können wir hier raus? Ja. Genau, können uns hier mal kurz auf dem Bahnsteig umgucken. Metrolink, Buses, Tickets and Information, other Platforms. Ja, schöner Bahnhof hier, ne? Schön groß. Ach, schaut an. Ach, süß. Das ist ja süß. So. Haben wir noch eine Streckenkarte hier? Nee. Das ist auch cool hier, so ein Trolley, mit dem man Gepäck durch die Gegend fahren kann. Einmal kurz durch den Zug gewandert. So sieht das hier drin aus. 3x2 Bestuhlung. Auf jeden Fall nicht so angenehm. In der Mitte zu sitzen, stelle ich mir vor. Türen zu. Die Tür machen wir auch zu. Und wir können abfahren. GSMR können wir hier übrigens auch ein bisschen bedienen. Hier können die Lautstärke erhöhen. Wir können hier so einen Testdurchlauf starten. Test okay. Können die Helligkeit erhöhen. Können den Fahrdienstleiter kontaktieren. Ein- und ausschalten. Also schon mal so eine Kleinigkeit, die man hier machen kann. Früh morgens hier. Mich gerade, ob wir noch die Lichter so konfigurieren können, dass wir sogar noch ein bisschen mehr Licht haben. Signalleuchten, Nacht, Zugspitze. Zugschlussleuchten. Ob hier dürfen wir 25 fahren. Achso, jetzt haben wir hier hinten die Zugschlussleuchten. Das wollen wir natürlich nicht. Wir können ein bisschen die Bewölkung runterdrehen. Ich finde es ein bisschen too much. So. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr von der Strecke. Das ist ja eine neue Strecke. Da kann man sich ja, sollte man sich auch ein bisschen noch umgucken können, wie es hier so aussieht. So, 35 dürfen wir fahren. Natürlich in Meilen pro Stunde, ne? Da ist ein Kollege. Hier halten wir nicht an. Einfach durchgefahren. Vierzig dürfen wir mittlerweile fahren. Hier so ein Depot. Bisschen was abgestellt mit Personen darin. Die gehören einfach zum Inventar, die Personen.
So, und hier kommt der Bahnsteig von Ashbury. Ich denke mal, das hier ist so eine Art Stoppmarker. Car Stop, ja gut, ein bisschen zu früh gestoppt. Hier in Ashbury. Führerstandslicht können wir es natürlich auch anmachen. Aber ich finde es ohne, ehrlich gesagt, ein bisschen angenehmer. So, wir dürfen 60 fahren und sollen dann 3,4 Meilen in Guidebridge sein. Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Erstmal hoch auf die 60. Dazu geben wir mal Vollstoff. Hier den Hebel komplett nach unten gedrückt. So, 60 fast erreicht. Können wir jetzt ein bisschen mit der Leistung runtergehen. Und schauen, dass wir die Geschwindigkeit aber halbwegs halten. Sowas wie eine AFB gibt es halt hier nicht. Einmal vorbei an dem Bahnsteig. Wir halten nicht überall. Es geht auch leicht bergauf gerade. So, 1,6 Meilen noch. Ja, der Triebwagen, der hier mitgeliefert wird, die Class 323, den gab es schon mal in einem anderen Add-on. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Add-on es war. Ich weiß nicht, ich glaube, es war East Coast Way, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und deshalb gibt es halt die Leute, die diesen Triebzug bereits besitzen, durch das andere Add-on eine leichte Vergünstigung. Für dieses DLC hier, für die Glossop Line. Die Glossop Line ist sowieso etwas günstiger zu haben, weil sie auch von der Strecke her nicht so viel bietet, wie man es mittlerweile gewöhnt ist. Also wer sich dafür interessiert, der kriegt die etwas günstiger als sonst. Und hier müssen wir jetzt anhalten. Da warten auch schon Fahrgäste.
So, Türen auf. Das ist doch mal ein schöner Screenshot. So, und hier noch eine Streckenkarte. Oder eine Werbung. So. Bremsen lösen sich. So, ab hier dürfen wir 60 fahren. Natürlich erst, wenn so der Zug dran komplett vorbei ist, was jetzt der Fall ist. Heißt also einmal hoch auf die 60. VMAX sind 90, hier gekennzeichnet durch diesen roten, durch diese rote Linie. Vielleicht steht das auch hier irgendwo. Da, Max Speed 19. Please fully deploy when train is stabled. So, Flowery Field in etwas mehr als einer Meile. Ein toller Name übrigens. Also die Bremsen ziehen auf jeden Fall echt gut und schnell an. Beziehungsweise sie legen schnell an. Da kann man sich nicht drüber beschweren über die Bremsleistung dieses Triebzugs. Da steht schon ein Kollege, der geradeaus fährt. Moin. Uah, den Halt haben wir. Ja. Wo sind wir denn hier? Hallo? Unter der Erde gelandet. So, da sind wir wieder. Na, immerhin kann man hinten aussteigen. Klingt ein bisschen wie ein Formel-1-Wagen bei der Beschleunigung, oder? Kommt mir auch aus der Realität bekannt vor. Ich glaube schon mal, dass ich möglicherweise in so einem Triebzug schon mal saß. Also, wenn ich mir jetzt so den Tonleiter anhöre bei der Beschleunigung, muss ich sagen, gut möglich, dass ich auch schon mal in so einem Zug drin saß, aber das müsste dann schon sehr lange her sein. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. So, Newton for Height kommt jetzt um die Ecke hier. Schauen wir, dass wir dieses Mal den Halt etwas besser erwischen.
Ausbaufähig. Definitiv ausbaufähig. So, ja, wir sollen zwar eigentlich noch warten, aber wir können schon mal abfahren. Weil wir eh vermutlich im Laufe der Fahrt zu spät sein werden, können wir jetzt wenigstens etwas versuchen, schon mal uns Verfrühung einzufahren, so. Weiß ich dummerweise gar nicht, wann der nächste Halt kommt. Das werden wir erst in 4 Sekunden erfahren. Okay, jetzt hier in 400 Yard schon. Godly. Ah, jetzt wird's aber echt. Das wird echt nichts hier mit den Halten. Also irgendwie bei den ersten. If you see anything suspicious, please tell a member of staff or the police. Okay. Suspicious ist nur mein Fahrstil. Ich hoffe, dass mich deshalb niemand bei der Polizei meldet. Jetzt warten wir mal tatsächlich, bis wir bei der Abfahrtzeit angelangt sind. Das können wir aber nutzen, um hier einmal kurz den Bahnsteig entlang zu spazieren. Meine Streckenkarte. Noch so ein Poster. Blumentopf. Sehr schön. Da ist noch eine Streckenkarte. Ja. Hier sind noch Zeitungen. So, das gibt's auch noch. Hier haben wir noch einen Blumentopf. Und ich glaube, that's it. Ne? So. Das klingt wie eine Autobahn. Na, es geht. So, einmal hinaufsteigen. Tür können wir mal schließen. Türen des Zuges verriegeln wir jetzt auch. Achso, ist die Tür, die ist gar nicht zu. So, wir fahren ab. Also schon recht gut hier aufgebaut, so szenerietechnisch, muss ich sagen. Bis zum Horizont alles voll. Was ist das denn? Das ist ja mal krass. Das sind Solaranlagen auf dem Wasser. So ein Parkplatz. Also muss ich sagen, szenerietechnisch ist die Strecke schon nicht schlecht. Da kommt unser nächster Halt. Können wir mal hier aus der Drohnenperspektive versuchen zu halten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, einmal hier an den Bahnsteig rangefahren.
Jetzt bin ich diesmal, glaube ich, etwas zu vorsichtig an den Bahnsteig angefahren. Aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein. So, der Zug ist am Bahnsteig. Hier vorne ist auch schon ein Zaun, der, ich weiß nicht, wen aufhalten soll. Ja, toller Zaun. Ganz toll. Der ist auch super. So, das gibt mir die Gelegenheit, nochmal aufzustehen und diesen Pflanztopf hier einmal aufzusetzen. So. Also wenn ich das schon sehe, dann muss ich das auch machen, ne? So, Türen zu. Und abfahren. 10 Sekunden zu früh, aber das ist, glaube ich, okay. Dürfen 60 fahren, nächster Halt Broad Bottom. So, in Broad Bottom haben wir anscheinend auch ein rotes Signal vor uns. Oder dahinter irgendwann. AWS ist ja noch aktiv, müssen wir auch aufpassen. So, 900 Yard noch. Wir sollen in 1,5 Minuten ankommen. Der Fahrplan ist also sehr, ja, recht flexibel für Verspätung tatsächlich. Der gibt einem da noch Möglichkeiten. So, Broad Bottom. Hier einmal einen Blick auf den Bahnsteig geworfen. Also schöne Bahnhöfe, muss ich auch sagen. Also von der Ausgestaltung her. Das Bahnhofsgebäude hier sieht schon hübsch aus. Passengers must not pass this point or cross the line. Können die auch durch den Zug einmal laufen? Hier auch. This is Manchester Piccadilly. No, this is not. So, wir fahren ab. Dinting kommt als nächstes. Was sagt das rote Signal? Das rote Signal ist weiterhin rot und wir sind zu schnell. Eine Brücke. Schön.
So. Ja, vor Dinting ist auf jeden Fall das rote Signal. Ich glaube, das hier ist das AWS, der Trigger. Nee, doch nicht. Doch. So, mussten wir bestätigen. Was das Schild heißt, weiß ich nicht. Ups, jetzt habe ich die Notbremse aus Versehen benutzt. Das wollte ich nicht. So, wir rollen noch ein bisschen ans Signal ran. Und können jetzt mal langsam anhalten. Können wir hier beim Fahrdienstleiter anrufen? Standing and Signal. Abgelehnt. Okay. Okay. Gut. Die Wartezeit ist dann jetzt vorbei. Haben vermutlich auf den irgendwie gewartet, weil der wohl unser Gleis blockiert hat. Vielleicht ist das ein eingleisiger Bahnhof? Schön. Hohe Brücke, Fußballplatz, Gewässer. Ah, okay, ja, es ist tatsächlich eingleisig und wir sind viel zu schnell in das Glas reingefahren. Ups, bisschen zu. Naja, okay. Ja, es ist schön hier, das ist praktisch so eine Art. Der Bahnhof ist so eine Art Gleisdreieck, ne? Hier ist ein Bahnsteig, da ist ein Bahnsteig, aber da vorne ist kein Bahnsteig, auch wenn dort Gleise lang führen. Ja, schön sowas, ne? Und hier vorne, wie gesagt, diese sehr, sehr imposante hohe Brücke. Hier in Dinting. Was ist denn mit dem los? So. Ja, haben es auch schon fast geschafft, sind beinahe angekommen in Hatfield. On time. Das haben wir nicht oft. Türen zu. Bremse lösen. Und langsam Leistung aufschalten. Haben wir immer noch ein rotes Signal vor uns? Also das Makro klingt schon nicht schlecht, ne?
Und nächster Halt ist Glossop. Kleiner Name Drop der Strecke. So, wir dürfen jetzt 25 fahren. Oh, schön hier der Sonnenaufgang. Herrlich. So. Einmal auf die 45 hoch. AWS-Muster da bestätigt werden. Auch das hier, also das Schild. Ne, das. So, 10. Ups, habe ich aus Versehen die Notbremse. Das wollte ich nicht. So, und hier lassen wir einmal die Fahrgäste ein- und aussteigen. Angekommen in Glossop. Okay, wir sollen noch weiter vorfahren. So, Türen auf. Ach, wir können die leider nicht raus. Jawohl, dann verabschiede ich mich von euch hier. Was macht denn jetzt der Zug? Fährt er jetzt von alleine wieder zurück? Ach, Tatsache, der Führerstand ist jetzt schon besetzt. Okay, da übernimmt jetzt der Kollege. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis demnächst. Ciao, ciao.